Seit ich meine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement bei Höfner mache, bin ich das Organisationstalent bei meinen Freunden. Mach auch du dein Hobby zum Beruf. Den Kunden weiterzuhelfen, macht einen einfach glücklich, weil es halt einen das Herz erwärmt, wenn man wirklich sagt, ich habe dem jetzt geholfen, der ist zufrieden. Oder wenn der Kunde selbst am Telefon sagt, danke echt, sie haben mir echt meinen Tag gerettet, mit ihm möchte ich unbedingt weiterarbeiten, weil es nochmal irgendwas ist, möchte ich unbedingt ihre Durchwahl haben oder ihre Nummer. Das ist einfach das beste Gefühl überhaupt. Mein Name ist Tim, ich bin 18 Jahre alt und mache hier bei Höfner meine Ausbildung zu Kaufmann für Büromanagement. Mein Ziel ist es, auf jeden Fall nach Abschluss der Ausbildung hier zu bleiben, weil die Atmosphäre hier einfach in der Firma stimmt. Man lernt sehr viel, vor allem arbeitet man mit Menschen zusammen. Man kann Menschen helfen. Am schönsten ist es natürlich, wenn man dann auch tolles Feedback von den Kunden kriegt. Ich bin Luisa, ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr und ich mache eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Also ich würde dann schon gerne nach der Ausbildung hier bleiben. Also es ist relativ einfach, bei Höfner übernommen zu werden, gerade wenn die Noten stimmen, was in der Berufsschule kein Problem ist. Also wenn man nach der Schule noch nicht so richtig weiß, wohin es geht, dann würde ich vielleicht auch erstmal überlegen, dass man ein Praktikum auch mal anfragt. Bei uns gibt es auch Praktikanten, die im Unternehmen mal schauen können, wie es so ist. Vielleicht auch, welchen Beruf sie erlernen möchten. Da kann man in die unterschiedlichen Abteilungen einschnuppern, in die unterschiedlichen Berufe. Ich bin im Online-Kundendienst, also wir betreuen die Kunden im Online-Shop von vorne bis Ende, ne? Also vom Bestellvorgang bis zur Auslieferung, bis zur Reklamation, wenn es dann soweit kommt, also das Rundum-Paket. Mein Name ist Franziska, ich habe meine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement absolviert und durfte diese schon aufgrund meiner guten Leistungen nach 2,5 Jahren statt üblicherweise 3 Jahren beenden. Mein Name ist Lisa Marcia. Ich habe ja 2014 meine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement angefangen, 2017 erfolgreich abgeschlossen und seitdem führe ich die Versicherungsabteilung. Wenn ein Unfall passiert, dann rufen die Monteure mich an und dann kommen die Monteure den nächsten Tag zu mir, bringen mir den Polizeibericht und ich leite das dann weiter an unsere Versicherung. Und wenn die Monteure am LKW jetzt einen Schaden direkt haben, müssen die bei mir einen Reparaturauftrag ausfüllen und dann können sie in der Werkstatt hin und das dann reparieren lassen. Also man hat gemerkt, dass ich mich da auch reingehängt habe in die Ausbildung und auch in die Versicherungsabteilung. Und dann später wurde ich vom Geschäftsführer gefragt, ob ich das nicht übernehmen möchte. Finde deine Leidenschaft. Mach auch du dein Hobby zum Beruf und bewirb dich noch heute unter www.hoefner.de/Ausbildung.